hat doch geklappt. Ja, nicht schlecht. Was machst du hier? Psst. Die Details erkläre ich dir später. Hey Freunde der fantastischen Rollenspiele, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Final Fantasy 7. Ah, schweres Wort. In der letzten Folge sind wir hier unten angekommen, unter den Slums und der Schnellstraße von Sektor 6. Dort haben uns irgendwelche komischen Typen aufgelauert, hier waren noch ein paar Gangster und ja, wir haben unseren Weg freigekämpft bis jetzt. Und hier dürfen wir jetzt mit zweien spielen. Die Leiter ist wieder oben. Ich gehe wieder runter. Kannst du den Arm bewegen, Cloud? Nehmen den Arm wechseln. Ah, okay. Warte mal. Cloud! Geht doch. Okay. Sehr komisch. Schade, das geht nicht. Dem Arm werde ich da nicht rüberkommen. Nur gut. Wir haben die Materia gesehen. Wäre schlimm, wenn ich die liegen lassen hätte. Wäre wirklich schlimm. Jetzt mal ab. Holen den Container hier drüben wieder. Setzen ihn da ab und setzen wir sie da drauf. Dann kann ich die mit den anderen Arm abholen. Ist ein bisschen, ja,
gehört halt mit dazu zum Spiel. Nein. Okay, ich krieg's trotzdem da noch nicht drauf. Also halt unter so einem Greifarm drunter stehen bleiben. Okay, kann ich nicht wechseln, wenn sie drauf ist. Sorry, ich habe das nicht ganz gesehen gehabt mit dem hier drüben. Mach ich doch. Den Tipp hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich dachte ja, da kommt noch ein Stück weiter runter, deswegen. Geh bitte auf die Seite. Ist die Frage, muss ich die Container wieder wegräumen? Alles klar. Haben wir noch irgendwas? Nö. Sehr schön. Schöne Kranrätsel. Hat doch geklappt. Ja, nicht schlecht. Wolltest du etwa... Weiter geht's. Als sie es jedes Mal gemacht hat. Mach dir nichts draus, Cloud. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Wovon redest du? Jetzt sei doch nicht so... Ich frage mich echt, warum der so neben der Spur ist, der Cloud. Ob das was mit seinem Soldat zu tun hat oder keine Ahnung. Hey, ihr zwei Zuckerlöckchen da! Wenn ihr hier durch wollt, wird aber erstmal Weg zoll werden. Alter, die halten ja überhaupt nichts aus. Da, der Ausgang. Ja, Ausgang.
will mich auch nicht verabschieden von ihr. Ja, super. Ich hoffe, sie kommt. Oh. Das ist das Tor zu den Slums von Sektor 7. Ist verschlossen. Und nun? Wie wär's, wenn wir etwas plaudern? Nein, dafür haben wir keine... Komm schon, geh lang. Beeil dich! Früher habe ich hier manchmal Blumen verkauft, weißt du? Ach ja? Sag mal, Cloud, du warst Rang 1, nicht wahr? Ja. Aha. Ist das etwa ein Problem? Mm-mm. Du ähnelst ihm nur. Ähneln? Wen denn? Meiner ersten großen Liebe. Wie hieß er? Kann ihn vielleicht. Alles okay? Wie hübsch. Deine Augen. Ach so. Das sind die Folgen des Marco. Hat jeder Soldat. Ich weiß. Hätte nichts sagen sollen. Lass uns weiter. Ich will den Namen wissen. Wir müssen nach vorne blicken. Ich hab gedacht, wir können hier rutschen. Nicht dein... Okay, geil, dass das überhaupt funktioniert. Ich hab das nur als Scheiß gesagt. Nochmal. Blub, blub, blub. Cloud, du bist einfach nur genial. Geht das auch? Nein, schade. Alles gut. Voila. Huh? Warte mal eben. Okay. Dann. Bitte sehr. Kommst du alleine nach Hause? Was wäre denn, wenn nicht? Dann bringe ich dich. Das wäre doch albern. Oh. Okay. Zurück nehme ich nämlich einfach die sichere Abkürzung.
Also dann, willst du los? Ja, wir machen auf. Ja. Oh. Den Zahn fühlen. Geh du zur Bar zurück und melde dich bei Barrett. Aber... Keine Angst, ich komm klar. Wer Ärger macht, kriegt einen Tritt. Also gut. Ja, los! Nichts da! Du musst ihr helfen! Ach was. Die wird mit den Kerlen da locker fertig. Corneo ist tückisch wie eine Schlange. Wie stark deine Freundin auch ist, er wird sich um sie wickeln und ihren Widerstand einfach brechen. Außerdem fährt sie direkt in sein Nest. Da gibt es noch andere Gefahren. Los, Cloud. Sie ist ja doch wichtig. Du musst ihr helfen. Gut, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Los, Cloud, keine Zeit zu verlieren. Mach mal auch nicht. Weißt du doch. Was hat Tifa nur vor? Nur gut, Airwolf ist mit dabei. Na, eine Kutschfahrt gefällig? Weißt du vielleicht, wo die junge Frau ist, die in dieser Kutsche war? Ach, ich habe keine Zeit, um Frage und Antwort mit euch zu spielen. Kein Kunde, kein Service. Wir haben noch weniger Zeit. Willst du es drauf anlegen, was? Was ist hier los? Seid ihr neu in der Stadt? Macht mir bloß keinen Ärger. Wir suchen die junge Frau, die mit dieser Chocobo-Kutsche gefahren ist. Mhm. Und wollt ihr mir auch verraten, warum ihr diese Frau sucht? Wir wollen sie befreien. Weil er sich total in sie verknallt hat. Darum. Hä? Na, wenn das kein ernstzunehmender Notfall ist. Allerdings fahren wir verdammt viele Leute durch die Gegend. Kannst du sie mir genauer beschreiben? Genauer? Sie führt eine beliebte Bar. Cloud, das tut jetzt nichts zur Sache. Du redest doch nicht etwa von Tifa. Genau. Oh je, da hat es anscheinend noch jemanden schwer erwischt. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Tifa wirst du eine ganze Weile nicht mehr wiedersehen. Warum das? Weil sie was Besonderes hat. Deshalb wurde sie zur Brautschau in Don Corneos Villa eingeladen. Okay. Eine Brautschau? So nennt Corneo es, wenn er sich eine neue Gespielin sucht. Und Tifa wird seinen Geschmack sicher voll treffen. Als sein langjähriger Vertrauter kenne ich seine Vorlieben nur zu gut. Du wirst dich darauf einstellen müssen, dass sie die Villa so schnell nicht mehr verlässt. Im schlimmsten Fall sogar nie wieder. Und wo ist diese Villa, wenn ich fragen darf? Hey, warte mal. Führst du etwa irgendetwas im Schilde? Nö. Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Lasst mich da bloß raus. Fort mit euch. Oh je. Und weg ist er. Dann müssen wir uns wohl erst einmal in der Stadt umsehen. Jacopo. Tifa. Guter Junge. Was machst du nur? Paket musst du nicht kontrollieren. Aber
Das ist doch für Don Corneo. Gerade. Hui. Willkommen auf dem Wahlmarkt. Hier wird gefeiert, geschlemmt, geschickert, ohne nervige Sittenpolizei. Natürlich haben wir auch was für Pärchen im Angebot. Vergnügt euch zu zweit oder vergnügt euch getrennt. Oder sucht ihr vielleicht Arbeit? Der Wahlmarkt wartet auf euch. Kein Bedarf. Gehen wir, Klaus. Wir sind für alle Wünsche offen, mein Herr. Sei nicht so verklemmt und hab ein bisschen Spaß. Komm, lass deine Hemmung fallen. Wann hast du schon Gelegenheit dazu? Du bist jung, schön und auf dem Wahlmarkt, Baby. Die Nacht gehört dir. Wir sind für alle Wünsche offen. Okay. Herr. Damit machen wir aber erst in der nächsten Folge weiter. Da erkunden wir dann den Wahlmarkt. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bis hierhin. Und schaltet natürlich auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, auf Wiedersehen.